Hallo, willkommen zurück zu Pioneers of Pagonia. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid, dass ihr mich hier wieder unterstützt. Ich brauche auch ganz dringend deine Unterstützung. Wie wir ja in der letzten Folge erleben durften, war ich so ein bisschen im Panikmodus und wir wollen jetzt mal wieder so ein bisschen Ruhe reinbringen. Was ich in den letzten Folgen vollkommen vergessen habe zu erwähnen, es hat ein Update gegeben bei Pioneers of Pagonia, bei diesem Spiel. Einmal hier im Bereich des Zoomens. Man kann jetzt weiter rauszoomen. Das ist mir bei den letzten Aufgaben auch, aber bei den letzten Aufnahmen dann so ein bisschen untergegangen. Man sieht es. Man kann ein klein wenig mehr rauszoomen als sonst. Ich meine, früher, also vorher, vor dem Update, war, glaube ich, das so das Maximum. So, ich meine, so in dieser Größenordnung. Und ja, jetzt ein bisschen mehr. Ist nett. Ist nett, kann man mit leben. Dann gibt es hier diese netten Statistiken, die jetzt angezeigt werden. Gesehen hatte ich die bei den Aufnahmen, aber irgendwie nicht so richtig realisiert. Ne? Also wir können jetzt hier beispielsweise einmal sehen, wie viel Planiere wir haben, wie viel davon bereit sind für neue Aufgaben. Ne, hier hat man nochmal so eine Übersicht über Gesamt und Untätig. Beispielsweise ja, hier ist irgendwie noch gar nichts. Moment, wird hier angezeigt. Handwerker. Achso, insgesamt 94 haben wir. 94 Handwerker. Klicke, um angezeigte Objekte zu ändern. Ja, das kennen wir. Das ist klar. Ja, und viele andere Sachen halt auch. Ne, hier haben wir einmal den Bereich Werkstein beispielsweise. Da haben wir 10 Werksteine plus 2. Das heißt also, die beiden anderen sind entweder noch in Produktion oder irgendwie unterwegs. Da steht es auch schon, verfügbar sind 2, reserviert sind 8. Also reserviert interpretiere ich so, dass die schon verbaut sind beispielsweise oder im Gebrauch sind, während verfügbar, ne, die sind jetzt gerade hergestellt und ja, werden halt durch die Gegend getragen, beziehungsweise sind vielleicht noch an der Produktionsstätte da liegen da rum und können abgeholt werden. Ganz ruhig, das ganz ruhig. Trinkt ein bisschen Kaffee. Ja, das beruhigt. So, Produktion pro Minute. Wir haben ja einmal Wirtschaft, einmal Handel. Verbrauch pro Minute. Wirtschaft in Rot. Handel. Ich habe es mit den Farben. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche, aber nicht so, wie man das so normal kennt. Das ist so ein Spektralbereich bei mir in den Augen. Also, ne, ich sehe schon Rot als Rot und Grün als Grün, aber es gibt so gewisse Farbtöne, wo ich dann Schwierigkeiten bekomme, die dann halt genauer auseinanderzuhalten. Also ich würde sagen, Handel, das ist so was in Richtung Violett. Und Verlust wäre dann für mein Empfinden, für mein Farbempfinden dann Grün. Keine Ahnung. Ich komme da mit dieser Darstellung da jetzt nicht so ganz. Weiß ich nicht. Einmal minus 1, einmal minus 2, einmal minus 3. Dann oben irgendwie was. Müssen wir noch erkunden, wie auch immer. Vielleicht kommen wir mit den Zahlen ein bisschen weiter. 60. Ja, egal. Ich werde mal gucken, ob ich da irgendwelche Infos zu bekomme, ob ich das jetzt für diese Aufnahmesession, also für die Folgen, die ich jetzt hier aufnehme, ob ich da noch irgendwie dazwischen gepackt bekomme, weiß ich nicht, kann ich nicht versprechen. Dann eventuell dann halt für die nächste. So. Ja, das sind so Sachen, die jetzt neu dazugekommen sind. Diese Statistikgeschichten, dann dieses Rauszoomen. Und wir haben jetzt einen Fischer. Das habe ich letztens auch schon gesehen. Hier, wir können ja hier. Ich klicke da mal drauf. Dann sieht man das. Ja, das kannten wir ja hier schon. Hasenfleisch, ne, Wildschweinfleisch und Rehfleisch. Das war ja bekannt. Die Heringe und die Forellen sind mir letztens auch durchaus aufgefallen. Nur, das hatte ich irgendwie nicht so Klick gemacht. Die waren nämlich vorher nicht da. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, eine Fischerei hier hochzuziehen. Auch das geht. So, ja, was jetzt hier los ist, warum wir hier nichts machen können, hier nichts mehr angezeigt wird, das liegt an der, Daumenschrauben-Geschichte. So, jetzt habe ich ja genug rum erzählt, weil wir haben ja da Probleme, die man hier so sehen kann. Ja, da gibt es hier schon Banditen. Zum Glück aber erstmal nur die. Ich weiß nicht, was das sonst noch auf uns wartet. Von daher war meine Aktion so in der letzten Folge oder in den letzten beiden Folgen die Aktionen vielleicht ein bisschen übereilt. Man wird sehen. Ich bin da gut darin, mich mal ganz gut so in eine Sackgasse zu manövrieren und dann passieren Dinge, die ich eigentlich nicht will. Naja, gucken wir mal. So,
nicht nur reden, sondern auch machen. Wir haben eine Gemüsefarm, die fleißig vor sich hin werkelt. Wir haben eine Getreidefarm, die fleißig vor sich hin werkelt. Hier wird irgendwann mal eine Windmühle gebaut. Da fehlt Baumaterial. Es hapert. Es hapert, ja toll. Es hapert. Nee, es hapert. An Zahnrädern und wir brauchen Zement. Die Steinmühle ist in Bau, es hapert an Nadelholzbalken und es hapert an hölzerne Zahnräder. Jetzt kriegen wir hier so langsam Probleme. Der sammelt irgendwie alles. Okay. Ich sollte vielleicht mal die Sammelleidenschaft der Herrschaften dann ein bisschen so in diese Richtung sich konzentrieren lassen. Ich hatte doch hier noch so, das war das Forsthaus, Sägewerk, okay. Sind ganz eifrig dabei. Ach ja, hier war eine entsprechende Holzfällerhütte, die jetzt nicht mehr existiert. Auch hier sollte ich vielleicht den Fokus ein bisschen verschieben, vielleicht hier so hin, damit er sich mit denen da nicht so kloppt. Und ansonsten überlege ich gerade, ob es nicht Sinn macht. Was darf ich die Jagd bitte? Ich habe doch hier irgendwo ein Forsthaus, das im Augenblick deaktiviert ist. Das ist ganz gut. Kriege ich ein Forsthaus beispielsweise hier hingesetzt? Ja, reingesetzt bekomme ich es, aber ihr seht es selber, das mit den Wegen wird schwierig. Dann würde ich versuchen wollen, wenn das irgendwie klappt. Hier so. Warum geht das nicht? Weil das nicht aktiv ist. Nein, nicht abreißen, Mensch. So. Okay. Also das Gebiet gehört doch schon uns, ne? Ja, das sieht doch ganz danach aus. Also. Fokuspunkt. Wieso kann ich den Fokuspunkt nicht verschieben? Da kann ich ihn. Hey? Ist der zu weit weg? Also ich bin mir ziemlich sicher. Das Gebiet ist unser. Dann mache ich das anders. Kurz entschlossen. Fum, weg damit. Mit Handelszentrum und andere Aktionen sind verfügbar. Oh, das gibt es auch ständig mehr. Gebiet erweitert. Forsthaus. Ich setze mal das Forsthaus. Dann hier so hin. Auf natürlichen Weg, ganz klar. So. Und den Fokuspunkt von dem Teil würde ich dann da so hinsetzen wollen. Erstmal. Feuerholz braucht ihr nicht unbedingt zu sammeln. Moment, ich gehe nochmal ganz kurz drauf. Sammelt er das oder? Produkte. Ja, ich verstehe dazu, dass er das sammelt. Ne? Also das ist klar, hier werden entsprechend Setzlinge ausgebracht, aber ich glaube nicht, dass der Setzlinge für Feuerholz ausbringt. Halte ich für ein Gerücht. Zumal hier auch eine Zahl angezeigt wird, wie viel denn da schon gesammelt wurde. Von daher erstmal soweit alles gut. Ich brauche alles. Ich brauche alles. Nee, nicht Verarbeitung. Holz und Stein soll es sein. Steinbruch, Steinmetz. Steinmühle. Was ist heute los? Ganz ruhig, Nando, ist immer mit der Ruhe. Baustellencamp. Ich glaube, ich auch schon. Habe ich das auch schon in der Arbeit? Nee, noch nicht so groß ist die Siedlung noch nicht. Ich kann es mir einfach nicht merken. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, gehen wir mal durch. Wir haben da eine Holzwerkstatt. Das ist doch genau das, was ich brauche. Das ist doch genau das, was ich suche und nie irgendwo hingesetzt bekomme. Aus. Ah, doch, hier, so gerade eben noch. Ja. Das wäre jetzt natürlich auch heftig geworden, wenn ich nichts mehr bauen kann hier.
Ich würde da eine gewisse, nein, ich würde da eine gewisse Priorität drauf setzen, zumindest solange das Ding noch nicht gebaut ist, dass das möglichst schnell passiert. So. Ja. Jetzt auch die Zeit. Ich habe noch etwas davon für diese Folge. Okay. Ich habe einen Steinbruch. Das ist schön, aber nicht sehr viel. Oh, Moment. Ei. Ich komme aber da rum, ne? Das ist nicht das Problem. Okay, nur mal kurz geguckt. Kupfer. Hier ist ein bisschen Kalkstein. Der sammelt, glaube ich, der sammelt nur Stein. Also ich habe gar kein Kalkstein. Das ist schlecht. Dann komme ich nicht rumrum. Einen weiteren Steinbruch zu bauen. Den würde ich dann ganz gerne. Moment, vielleicht. Vielleicht sogar hier so hinsetzen wollen. So. Der soll hauptsächlich dieses besorgen. Dafür würde ich dann den entsprechenden Fokuspunkt dann auch hier hinsetzen. Und wir brauchen natürlich das Weg. Weg. Hier geht nichts mehr. Aber hier kann ich natürlich was machen. So. Ja, das lasse ich erstmal. Habe ich sonst noch irgendwo Stein? Sieht nicht so aus. Wenigstens noch sieht es nicht so aus. So, das Forsthaus ist fertig und im Betrieb. Das ist cool. Sägewerk. Holzblockhütte ist da tätig. Die Holzblockhütte ist dort tätig. Das kann erstmal so bleiben. So. Achso, ja, genau. Das war die Sache mit dem. Das ist jetzt hier. Das ist ganz wichtig. Da sage ich dem jetzt schon mal gleich 10 Stück davon, bitteschön. Alles andere später. Wer rennt da rum? Achso, unsere Wachleute. Kohle und Kupfer. Da juckt es mich in den Fingern, aber ich will jetzt nicht zu viel auf einmal machen. Ich würde ganz gerne natürlich jetzt auch schon den Bergbau so langsam starten. Einen Moment. Ein einfacher Soldat, der kommt mit einem Bronzeschwert hin und mit einem Holzschild. Holzschilder sind nicht das Problem. Brauche ich für die Bronzeschwerte eine Waffenschmiede? Oder wie werden die Dinger hergestellt? Das könnte ich mir nicht merken. Und Waffen? Lieber nicht mal die Fackeln dazu, Eisenschwerter, magische Klinge, Silberdegen. Gut, die beiden Sachen sind noch Zukunftsmusik. Moment.
Wer bist du und warum hast du die Bäckerei? Ja. Okay, alles klar. Wohnhaus, Windmühle, Steinmetz, Steinmühle, die Holzwerkstatt. Damit natürlich nichts zu tun. Habe ich schon eine Schneiderei und Weberei? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Militärakademie, Kunstschmiede. Ach, die machen die Silberdegen. Nee, Quatsch, Moment. Verarbeitet Silberdegen, so rum. Und stellt her magische Fackeln und magische Klinge, so rum. Okay. Rüstungsschmiede, klar. Da sind wir noch weit von entfernt. Die Waffenschmiede, die machen Bronzenschwerter. Also ich könnte durchaus schon eine Waffenschmiede bauen oder könnte die zumindest mal andenken, sie zu bauen, wenn ich jetzt erstmal nichts anderes habe als Kupfer und Kohle. Das würde aber gehen. Okay, die brauchen Werkstein und Nadelholzbalken für die Herstellung. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Ja. Gut. Da wird eifrig gebaut. Apropos eifriges Bauen. Wie sieht es denn mit einem Gildehaus aus? Holzwerkstatt. Gildehäuschen habe ich auch noch keins. Kriege ich das Gildehäuschen hier hingesetzt? Bam. Brauche ich auf jeden Fall. Ist damit erstmal geschehen. So, gut, dass ich hier Land, so langsam aber sicher Land gewinne. Weil mir geht das Bauland langsam aber sicher aus. Hier mit dem ganzen Wald und so. Na gut, ne, hier die Holzfällerhütte, die wird den Auftrag haben. Damit sollte ich auch schon mal anfangen. Wie ich das gerade da sehe. Sich hier so ein bisschen auszutoben und das alles niederzureißen. Also abzuholzen. Niederreißen ist wieder was anderes. So, das Teil ist fertig. Entsprechendes Personal ist auf dem Weg. Ich kann die Priorität jetzt aber wieder auf normal stellen. Hoffe ich, glaube ich. Wie auch immer. Und dann sollen die sich da erstmal um die Zahnräder kümmern. Die sind dringend oder die werden dringend benötigt. Eisenvorkommen wurde entdeckt. Sehr üppig. Ah, da sieht schon besser aus. Und Stein ist entdeckt worden, auch da hinten. Okay, Einheiten wird von Bandit und so attackiert. Das ist nicht so schön. Ich sehe aber auch im Augenblick, zumindest was den Augenblick auch anbelangt, jetzt nur ein... Ah ne, ich sehe schon das zweite. Es sind immer wenigstens zwei. Bis jetzt war das so. Da hat ein Bandit eine Wache von uns getötet. Das gibt Rache, ganz klar. Da ist die andere Fraktion. Oder eine davon. So. Ja, ich werde jetzt hier mal so ein bisschen die Priorität hochsetzen, dass der zuerst entsprechend die Zahnräder da bekommt. Was ist da hinten los? Wieso arbeiten die nicht? Lagerbestand. Da fehlt es an Holz, das war unterwegs. Seil habe ich noch nicht. Brauche ich aber für Zahnräder auch nicht. Ach ja, die Banditen. Ja, hat sich also einiges getan hier von Seiten der Entwickler. Ah, da kommt der Trolls. Moment mal eben.
Aber meine Wunschliste, die ist natürlich immer noch da in diese Richtung oder geht immer noch in die Richtung, dass ich mir sage, es wäre schön. Es wäre wirklich schön. Das geht nicht. Es wäre wirklich schön, wenn man diese Pausenfunktion, diese spezielle da hätte. Da, ne? Das wäre eine geile Sache. Kriege ich hier nicht irgendwie einen Weg durch? Darauf achten, dass ich mich jetzt hier nicht mit irgendwelchen anderen Sachen da kloppe. Komme ich hier durch? Das geht aber. Okay, ich will aber eigentlich dahin. Dann machen wir das doch aus. Na, so eine Querverbindung. Wäre das ganz gut. Entlastet den Bereich hier und dürfte das Ganze ein bisschen optimieren. Hoffe ich. Gilderhaus ist fertig, das ist cool. Ich habe hier die Möglichkeit, Planierer auszubilden, Zimmerer auszubilden, Handelsträger brauche ich aktuell noch nicht. Baustellenträger, Rucksack, okay, da haben wir schon ein paar Möglichkeiten. Mehr, die ich dann, wenn ich dann die Möglichkeit habe, die dafür benötigten Werkzeuge oder dergleichen da herzustellen und dann da auch Leute zu rekrutieren. So greift man schön eins ins andere. So, da wird jetzt endlich gearbeitet. Die Holzlieferung ist angekommen. Und das erste Zahnrädchen ist fertig, wenn ich das richtig sehe. Und dann kann die Steinmühle, die zwei Stück davon braucht, in absehbarer Zeit fertiggestellt werden. Etwas gestohlen, das wird immer schlimmer hier. Ja. Die Diebe und die Banditen, die machen mir hier das Leben schwer, so ein bisschen. So, da wird eifrig gepflanzt. Hier dürfte eifrig gesammelt werden. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Okay, was ist hier los? Steinbruch. Ah, sehr gut. Toter Bandit, noch besser. Jo, huch. Oha. Sehr viele Völker. Achso, das Gilderhaus. Wird mit allen möglichen Sachen will. Ah, das ist cool. Wow. Also die plündern jetzt gerade hier, ne, das Schiff, wo die entsprechenden Werkzeuge und so weiter gelagert, bis jetzt gelagert waren. Und die werden jetzt zum Gilderhaus transportiert. Und ich könnte dann hingehen und sagen, irgendwie beispielsweise, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich sag mal so, drei Planierer vielleicht damit mehr, drei Zimmerer, ich mache von allen hier, was ist das, Baustellenträger, auch nochmal drei, den brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, ich mache aber mal einen, haben wir, ja, wir haben mal einen, so, da haben wir wenigstens schon mal einen davon. Auch wenn der im Augenblick noch nicht gebraucht wird, aber ne, die Zeit wird kommen. So, sehr cool. Dann die Steinmühle. Wird. Sehr gut. Mein Zeilenrad ist bereits ist gedrängelt da, ne? Ist ja allerliebst. Ich mache das ja mal kurz hier aus. Belagerung des Gilderhauses. Das ist, ja, dann machen die da drin. Ach so, die verwandeln sich dann halt in die entsprechenden Leute, die da benötigt werden. Also, ne, nehmen die entsprechenden Werkzeuge und werden dann halt zu den jeweils gewünschten Einheiten. Cool. Zump. Sehr schön. Freut mich, ja. So. Ja, Gedrängel vorm Gilderhaus. Ich mach mal hier die UI wieder an. Das ist auch nicht verkehrt. So, dann mal ein paar Kräfte mehr. Ich Moment mal, wie sieht das jetzt hier aus? Ich habe von denen. Ah nee, da sind die anderen Marktstände. Ich habe gedacht, ich hätte nur drei Marktstände. Der eine ist nur noch im Betrieb, weil da hatte ich Brot in Aussicht gestellt, was im Augenblick noch nicht produziert werden kann, aus Gründen. So, Einheit wird schon wieder angegriffen. Das sind hier die Entdecker. Moment mal.
Wo ist das? Hier, alles klar. Entdeckerposten. Der habe ich da hingesetzt. Okay. Ja, die müssten dann da durch. Hier ist ganz viel Wasser. Machen wir Folgendes. Ich setze den Fokuspunkt mal hier so hin. Dann werden die da nicht ständig angegriffen. Dann werden die dann da vorne angegriffen, aber das ist eine andere Variante dann. Immerhin etwas. Oh, ich bin schon wieder weit über meine Zeit hinaus. Ja, toll. Gut, dann ist das so. Dann würde ich sagen, wir basteln hier kräftig weiter. Wir sehen zu, dass wir hier unsere Siedlung weiter ausgebaut bekommen, unser Dörfchen. Ich danke für eure Unterstützung, für euer Dabeisein. Ich bin auch froh, dass du immer noch damit dabei bist und mich hier unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Das brauche ich sehr dringend. Und bin da auch sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass hier meine Folgen entsprechend geguckt werden, geliked werden. Vielen, vielen lieben Dank für diese Unterstützung. Bin ich sehr, sehr froh und glücklich darüber, dass das passiert. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.